Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. 911 Disponent. Dispatcher. Warte mal, wie heißt das Spiel? Operator. 911 Operator. Leitstellendisponent. In der letzten Folge haben wir unsere erste Schicht gemacht. Wir sind momentan in Kapolei auf Hawaii. Letzte Folge unsere Feuerwehrleute ein bisschen ausgerüstet und den Polizisten jeweils eine schusssichere Weste gegeben. Hier kann man dann, wenn man hier drüber geht, kann man auch sehen, wer das nutzen kann. Die einfachste Schusswaffe im Inventar der Polizei, unverzichtbar bei der Verhaftung von Kriminellen. Nur Polizei kann die tragen. Hier die Polizeiweste. Die kugelsichere Weste kann einen tödlichen Schuss abwehren. Das beste Schutzequipment bei Schießereien. Universelle Ausrüstung. Also das kann jeder tragen. Das können auch die Sanitäter und Feuerwehrleute anziehen. Genauso wie den Erste-Hilfe-Kasten. Der Bombenroboter. Dieser Roboter kann bei gefährlichen Objekten helfen, wodurch Beamte nicht in Gefahr gebracht werden. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das jeder kann oder nur Polizei. Taser kann, glaube ich, auch jeder. Das hier kann wieder nur die Polizei. Universelle Ausrüstung, der Defi, das kann auch jeder. Polizeihund kann nur die Polizei. Feuerwehrsachen können nur Feuerwehrleute. Feuerlöscher kann auch jeder. Atemschutzmaske kann nur Feuerwehr. Das hier, der Thorax-Kompressionssystem, also der thorakale Druck wird damit aufrechterhalten. Das können nur Sanitäter. Dann gibt es das Pfefferspray, das können, glaube ich, auch alle, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und dann halt hier Schildpanzerung und Helm schützen die Polizisten bei. Ein größerer Schlagstock ist auch inbegriffen. Das können, glaube ich, nur Polizisten. Naja, okay. Gut, die Fahrzeuge. Ja, Fahrzeug halt, Fahrrad. Finde ich gut. So, wir starten mal eine Runde. In unsere zweite Schicht. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Die Verteilung lassen wir so und dann beginnen wir auch direkt die Schicht. Eine Schicht dauert ungefähr 7 Minuten, beziehungsweise 8 Minuten, ein Feuer. So, was haben wir? Elektrische Gefahr. Getrennte elektrische Leitung gemeldet. Könnte Gefahr für Menschen darstellen. Jupp, kriegen wir hin. So, da können wir hier auch ein bisschen schneller machen. Ach, scheiße, ich wollte noch zwischen den Folgen lauter machen. Nee, jetzt höre ich diese Folge wieder nichts. Egal, aber ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, euch das lauter zu machen. Oh, ein Anruf! Oh. 911, what's your emergency? Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next door. It's kids up. They can't get to sleep. Okay. Can you do something about it? Ja, Adresse, wo ist das denn? My house is at... Guck mal da hinten. So, ja, was ist los? Ich schick mal. Kind of a party, I guess. I hear a lot of voices and loud music. Sind sie in Gefahr? No, but the noise is driving me crazy. I mean, it wouldn't be so bad if they listened to me. Das wäre ja nicht mal so schlimm. So, ist die Musik wirklich so laut? Ich kann es zwar mithören, aber es ist so laut. Yes, it's far too loud. An sich ist das ja, ja, versuchen Sie mal um leisere Musik zu bitten. Are you sure it's safe? They don't sound like reasonable people, to be honest. Ja gut, wir kommen vorbei. Could you tell me why you're not feeling safe? Well, I was going to my apartment. Also, my neighbor's place. He was acting weird, very weird. Like maybe he was on drugs. Okay. Ja, ich schicke ihm Hilfe. So, was haben wir hier? Eine Geburt! Oh, ist das schön. Guck mal, eine Geburt. Cool. Du musst du nicht ins Krankenhaus? Oh, ist ja süß. Also die Geburt finde ich süß an sich, ne? Polizei? So, mach mal nicht so schnell. Ich komme gar nicht an der Drogendealer. Da müssen wir schnell hin. Du fährst zurück zur Wache. Was haben wir hier? Müll in Brand. Ja, die Übersetzung ist noch nicht die beste. Aber halt so wild. So, neuer Anruf. 911, what's your emergency? Hello, my stomach hurts really bad. Okay. Tut noch was weh? No, I
Can't feel anything except the pain in my belly. Okay. Have you eaten anything unusual lately, sir? Well, maybe it's because of those mushrooms. Okay. And what's your address, sir? Jo. Ich schicke ihn Krankenwagen. There's a possibility that you may have eaten poisonous mushrooms. I'm gonna send the ambulance immediately. Oh God, what have I done? Please, ja. Get the ambulance here fast. Jupp, wird gemacht. So, dann können wir jetzt auch wieder ein bisschen schneller machen, weil jetzt gerade nichts weiter anliegt. Ah, doch, da. So, du fährst nach da. Was haben wir hier? Eine Fußverletzung. Eine Person hat einen verrenkten Fuß nach einem Treppensturz gemeldet. Okay. Den renken wir schnell wieder ein. Au! So, jetzt haben wir schon fast die Hälfte der Schicht um. Haben 4 Einsätze bis jetzt abgearbeitet. Und da haben noch 2, 3 offen. Da brauchen wir nochmal einen Rettungsdienst. Oh, die sind unter Beschuss. Schicken wir da mal Verstärkung hin. So, da haben wir noch einen Einsatz. Fest dahin. Und hier wollte ich jetzt mal gucken. Da unten der. Ach ja, muss sich immer wieder einer wehren. Gut, dass sie da nicht klopfen gegangen ist, ne? Wollte ich bloß mal so sagen. Erledigt. Erledigt. Student, Student, Student. Drogendealer. Typisch. Immer diese Drogendealer. Schlimm. Wir schicken trotzdem mal Unterstützung hin. Wir fahren zum Krankenhaus. Okay, und du kannst wieder zur Wache. So, was hier los? Ist auch gut. Muss hier mit. Wir sind fertig. Du kannst nach da unten zum Krankenhaus fahren. Und der Beschuss. Ja, komm, dann müsste doch langsam down sein. Nächster Anruf. Okay. Ist sie verletzt? Wo ist das? Okay. Was ist passiert? Wie alt? 14. Pubertär. Sollen wir sie erschießen? Oh Mann. Das tut mir leid. Okay. Ja, jetzt fahren wir da trotzdem hin. Wir fahren mal vorbei. Wir sind mal nett. Sag mal hier. Tochter. Gestresste Mutter. Schön. Schön. Wundervoll, wundervoll. Hier sieht man jetzt auch schön die Einteilung. Der obere Polizist macht den unteren fertig. Ja, ich mach dich fertig, du. Das kannst du aber wissen, du. So, du, dich nehme ich. So, ein Verdächtiger. Schön. Was macht der denn? Was machen die denn da jetzt? Erledigt. Die nehmen die Sachen auf und fahren wieder los. Kann ich euch sagen. Mehr machen die nicht. Gestresste Mutter. Finde ich immer noch nice. Hallo, ich bin eine gestresste Mutter. Ja, das kann man ja verstehen, aber dass man dann gleich die Polizei ruft. Ah, ich weiß ja nicht. Was haben wir hier? Rote Ampel. Immer diese Leute, die über die roten Ampeln fahren. Schlimm! Schlimm! Ich hasse sie! Ja. So. Ich würde sagen, heute machen wir auch 2 Schichten hintereinander. Oder mal sehen, wie lange, obwohl diese müsste ja vielleicht durch sein. Hier oben sieht man dann auch, was gemeldet wurde, hier unter Beschuss. Das war von der Einsatz hier. War das der Einsatz hier? Ich weiß gar nicht. So, da ist schon der Anruf. Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? Wo denn? It's a restricted area. Was stört? So, what is it about this parked car that has you concerned? Private cars are not allowed to park here. Achso. Why is that, sir? Wieso nicht? It's for safety reasons. Maybe I'm overreacting, but could you send the police? Ja, schick ich. Adresse bräuchte ich ja. Give me the address of where this car is parked, sir. Gut. Ja, ich habe gerade den Streifenwagen da oben frei. Hello? Ja. I'll have an officer check it out and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. So. Tschüss.
Ah, vom Krankenhaus kann ich schon verstehen, dass sie abgeschleppt werden muss. Vollkommen kann ich das verstehen. Was ist hier los? Seid ihr jetzt langsam fertig? Sieben, ja, dann könnt ihr dahin fahren. Zack, und du kannst zur Wache fahren. Und die zwei Gefangenen. Hier oben an den Autos sieht man ja hier schön die Punkte, die beiden weißen. Und hier die beiden weiß umrandeten bloß. Wenn sie komplett weiß sind, heißt das, die haben im Falle vom Polizeiauto zwei Gefangene drin. Im Falle vom Rettungswagen zum Beispiel sind es zwei Patienten. Feuerwehrautos können keine transportieren. Ja, ist ja, wäre ja auch doof, wenn die das machen müssten, ne? So, das wird gemacht. Ja, 12 Einsätze haben wir in dieser Schicht schon erledigt und es ist noch eine Minute. Geht das eigentlich schneller? Ja, also es geht auch schneller, wenn ich das mache. Oh, da brennt es. Umgestürzt der Baum. Es ist Sturm, es ist Sturm. Was ist hier los? Oh ja, die müssen ein paar Leute aufnehmen. Und er ist verletzt. Das meine ich ja hier. Er wurde verletzt. Das sieht man nachher auch in der Endauswertung, dass er verletzt wurde. Das wird uns hier wird uns dann angezeigt. Das zeige ich euch ja dann auch gleich nochmal. Und dann mal sehen. Jetzt habe ich auch schon wieder eine verrotzte Nase. Ich muss eigentlich mal Nase putzen. Aber das mache ich zwischen der Aufnahme. Noch geht's. Noch geht's. So, du da. Fährst dahin. 911, what's your emergency? Hallo, hier gibt es eine Schlägerei auf der Straße. Schicken Sie mir bitte schnell die Polizei. Ja, aber vorher hätte ich gerne noch mal Informationen. Wie viele sind denn das? Okay, wo ist ja. Wo ist das? Okay. Jo, dann fährst du da mal hin. Gibt's Waffen? Okay, ist jemand verletzt? Okay. Ja, aber lassen Sie das mal lieber nicht dazwischen gehen. You could tell them that the police are on the way, and if they don't stop, they're gonna get arrested. Hey, oh. You stop fighting! The police are on the way. Oh, it worked. They've stopped fighting, and it looks like they're just talking now. Good job, ma'am. Thank you. Danke. Tschüss. Ja, fahre ich da jetzt trotzdem vorbei? Ja, ich fahre da trotzdem mal vorbei. Sicher ist sicher, auch wenn es Minuspunkte gibt. Ich finde das besser, wenn da jetzt trotzdem noch einer vorbeifährt. So, warte mal. Fahr du mal dem entgegen und du bringst mal deinen Gefangenen weg. Jetzt die Geschichte. Die Schicht auch schon rum. So, hier. Da ist nur noch die Anruferin. Okay, hätte ich mir auch sparen können. Naja, fürs nächste Mal, fürs nächste Mal. Ach ja, somit gibt das dann wieder Abzüge, denke ich mal. Mal sehen. Gucken wir uns an. Also, was hier passiert? Was ist hier los? Rote Ampel. Über diese Verkehrssünder. Schlimm, 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 schlimm. Fahren wir zurück zur Wache. So, und sobald der abgearbeitet ist hier, also in 13 Sekunden oder in schneller, dann ist jetzt die Schicht vorbei. Gut, ich würde sagen, wir hängen für die zweite Folge auch noch zwei ran. 32 Einsätze erfolgreich, wir gehen aber auf meinen letzten Dienst. 18 Einsätze erfolgreich, 3 ins Gefängnis, 8 Strafzettel, 5 ins Krankenhaus und 8 eingeliefert. 8 Behandelte. Ruf 41, sehr schön. Gucken wir mal hier unten. Ah ne, war richtig, dass wir noch irgendwen hingeschickt haben. Anruferin kontrolliert und gemeldet. Gut. Die Anruferin. Schön. Sehr schön. Gut, was war der Einsatz mit den meisten Punkten? Selbstmordversuch, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Wenn man sich nicht immer alles liest. So. Und laute Nachbarn genauso. Aber das waren ja auch die ganz vielen. Drogendealer hat eine Schlägerei angefangen. Schwer verwundet. Erhielt erste Hilfe. Drogendealer schwer verletzt. Student kontrolliert und gemeldet. Erfolgreich gelöst. Gastgeber der Party Strafzettel erhalten. 0 Dolle. Ist ja langweilig. Epilepsie. Drogendealer. Da wurde verhaftet. Erfolgreich gelöst. Geburt. Kann man sich hier nochmal alle Einsätze, die man gefahren hat, einfach mal. Oh, hier, guck mal. 1050 für eine überfahrene Ampel und hat nur noch eine Raserei. Oh, guck mal hier. Wurde verhaftet, hat nur eine Raserei. Nö. Na gut. Und jetzt sehen wir hier, insgesamt haben wir schon einen Ruf von 70 verdient.
Guti. Du wurdest in die nächste Stadt befördert. Drücke OK, um fortzufahren. So, wir sind jetzt bei ungefähr 16 Minuten. Gucken wir uns nochmal einmal die neue Stadt an. Jetzt geht's nach Miami, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Rufe den Notruf nie ohne Grund an. Vergiss nicht, dass die Notrufnummer 911 nur für Notfälle ist. Wenn du 911 ohne triftigen Grund wählst, blockierst du die Leitung für jemanden, der sich tatsächlich in Gefahr befindet. Rufe also 911 nicht an, wenn du den Weg finden oder dich über den öffentlichen Nahverkehr beklagen möchtest. Dein Telefon ist nicht richtig funktioniert. Wenn du 911 absichtlich ohne triftigen Grund wählst, könntest du ernsthafte rechtliche Schwierigkeiten bekommen. So, und ich würde sagen, ja, wir hängen doch keine zweite Schicht mehr ran. Gucken wir weiter in der nächsten Folge. In der nächsten Folge drücke ich dir mal auf Fortsetzen. Und bis dahin, haut rein und Tschüssikowski.